Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Samstagnachmittagsausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, Version 1.9 ohne Gräben immer noch. Die 2.0 ist ja noch nicht released und dementsprechend haben wir die auch noch nicht. Und bis ihr die hier auf meinem Kanal seht, wird es auch noch ein bisschen länger dauern, weil das habe ich heute in der Morgenausgabe schon erzählt, weil ich ja recht lange Ferien habe und für die Ferien trotzdem versuche, ich kann noch nicht versprechen, dass das geht, aber ich versuche, meinen Veröffentlichungsrhythmus von 9 Videos pro Woche beizubehalten. Ich werde sehen, ob das klappt, ob ich das hinkriege. Ich kann es, wie gesagt, noch nicht sagen, aber ich versuche es natürlich. Und deshalb bin ich mächtig am Vorproduzieren. Das heißt, ihr werdet das dann erst irgendwann in den Ferien werdet ihr erst die Version 2.0 sehen. Also wenn ich von Ferien rede, dann rede ich von den Sommerferien in Niedersachsen. Und ja. Nur, dass ihr da schon mal was von gehört habt. So, wir bringen jetzt hier erstmal Paletten zur Brauerei. Voll oder was? Ist doch nicht voll. Ist doch noch niemals voll. Jetzt ist voll. Naja, dann laufen wir da mal so hin und her. Guckt ihr heute Abend Fußball? 20 Uhr, Deutschland. Oder was macht ihr? Also heute Abend Livestream, aber erst nach dem Fußball. Weil A, will ich selber Fußball gucken. Viele von meinen Mitstreitern auch. Und B, selbst wenn wir nicht Fußball gucken wollen würden, würde uns ja keiner zugucken wollen, weil ja alle Fußball gucken. Und daher gibt es eben erst später einen Livestream. Vielleicht gibt es morgen auch noch einen. Das kann ich noch nicht sagen. Das würde ich spontan entscheiden. Aber ihr wisst ja auch, ihr habt das bestimmt oder vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert habt, mit Sicherheit. Wenn nicht, ist höchste Zeit, den zu abonnieren. Wir spielen unsere Multiplayer-Livestream nicht mehr auf der nordfriesischen Marsch, sondern auf der Hauptfach-Map. Dieser Vorab-Version. Ja. Und wir spielen richtig mit Multiplayer-Manager. Wir sind inzwischen, ich weiß gar nicht, ich kann nicht genau sagen, wie viele Leute wir sind. 8 oder 9 Stammspieler sind wir eigentlich schon. Wir hatten aber gestern noch einige, ich sag jetzt mal, Bewerber dabei. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, weil ich vor dem Livestream hier meine Aufzeichnung mache von diesem Video. Kann ich natürlich noch nicht sagen, wer jetzt alles dazu gekommen ist und wie viele Stammspieler wir jetzt sind. Aber ich glaube nicht, dass das schon voll ist, oder? Ansonsten kann man sich auch bewerben. Guckt beim Livestream rein, da gibt es Informationen, wie man sich bewerben kann zum Mitspielen. Ja. Das checken wir natürlich. Das ist jetzt nicht, ne, eine Bewerbung ist keine Garantie dafür, dass man mitspielen darf. Aber bis jetzt hatten wir erst, tatsächlich erst einen, den wir abgelehnt haben. Und das aber einfach aus dem Grund, dass derjenige nicht ehrlich zu uns war. Und da hatten wir keine Lust drauf. Das ist kein guter Start. Und daher mussten wir uns dann leider trennen.
Aber ansonsten alles easy. So, ich schau mal eben hier rein, wie es denn hier aussieht. Jetzt, wo wir gerade hier in der Nähe sind, können wir hier mal eben anhalten. Gucken, was die Produktionen hier so machen. Raps oder Sonnenblumen ist noch da. Ja, ist auch noch da. Diesel 24.000 Liter. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Hier Leerpaletten auch gleich wieder voll. Das ist doch schön. Speiseölproduktion läuft. Alles easy. Alles entspannt. Dann bringen wir die jetzt mal hier vorne zum... Na, wie heißt es denn? Zur Kartoffelfabrik. Hier dann noch welche brauchen kann. Ja. Kann ich hier gebrauchen. Die produziert auch, werden weniger Kartoffeln. Oh, was kann ich denn hier an Kartoffeln verkaufen? Gar nichts, kriege ich gar nichts. Gewaschene Kartoffeln, Palettenverkauf am Hafen. Gewaschene Kartoffeln, ja, nee, das habe ich ja gar nicht. Pommes bei McDonald's. Chips bei Edeka, auch kein guter Preis. Kartoffelsack auch bei Edeka, auch kein guter Preis. Nö, das liegt dann jetzt eigentlich nicht vor. Da kann ich lieber zusehen, dass ich hier irgendwie mal die Kartoffelwaschanlagen wieder befüllen. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Kurs für eingefahren habe. Wenn nicht, könnte man das ja eigentlich mal machen. So, ihn hier schicke ich jetzt erstmal zum Hof zurück. Und dann sehen wir weiter. Die Ernte läuft. Letzten drei Felder. Feld 3, Feld 4. Gras Feld 7. Wenn wir damit durch sind, dann kümmern wir uns wieder an die, gehen wir wieder an die Aussaat. Ja, angeblich LS19 gibt es ja jetzt neue Informationen. John Deere kommt. Was haltet ihr davon? Also, ne, ich finde gut, find toll, dass John Deere kommt, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, ah, muss ich mir den Schenkel klatschen. Was mich also vollkommen vom Hocker haut. Einfach deshalb, weil es gibt ja jetzt auch schon coole Mods. Und ich meine, ohne Mods würde der ganze LS ja sowieso nicht funktionieren. Und nicht leben. Und daher, also finde ich es jetzt gar nicht mal so wichtig, dass da jetzt unbedingt dass da jetzt John Deere unbedingt jetzt mit dabei sein muss. Also das ist jetzt für mich nicht so was Großes. Was neu kommen soll, ist ja... Also es wird kein dynamischer Boden kommen, hat Giant schon offiziell gesagt. Okay, ja. Nein, weil die haben gesagt, wenn, dann wollen sie es richtig machen. Gut. Ich meine, bei anderen Sachen geht es ja auch so. War der jetzt böse? Ja, ich glaube, der war böse, ne? Ja, auf jeden Fall soll was kommen, wo ich auch schon gesagt habe, das fände ich auch cool. Und zwar, der Shop soll wohl auch erneuert werden, sodass, wenn man jetzt im Shop Konfigurationen von Fahrzeugen ändert, man auch gleich das Ergebnis sieht.
Das finde ich cool, weil teilweise steht dann ja nur im Shop Design 1, Design 2, Design 3. Man weiß aber gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Und in Zukunft kann man dann auch die Auswirkungen sehen. Ohne, dass man erst was ausprobieren muss. So, wir wollen mal gucken. Hof. Oh, mal gucken, haben wir dafür einen Kurs? Zeltstoff. Ne, haben wir keinen Kurs. Na, dann müssen wir jetzt erstmal einen Kurs aufzeichnen. Kein Weizen mehr hier drin, krass. Kartoffeln. Dann wollen wir mal schauen, ob wir denn hier einen 7 bis 7 durchdrehende Reifen. Gieß mir auf den Sack. Lenk doch einfach mal. Der eine ist voll. Ja, der erste ist voll und den zweiten, den kriegt er nicht voll, weil er falsch rumfährt. So, was macht er jetzt? Das war klar, das musste man jetzt einmal einstellen. Jetzt steht wahrscheinlich der Trailer im Weg. So wie ich mein Glück kenne. Aber sowas von. Na? Schieben. Mal gucken. Jetzt kann er da auf jeden Fall dran vorbei. Und fährt trotzdem dran. Achso, nee, doch. War jetzt komisch. Muss ich gleich mal beobachten. Das war jetzt ganz komisch. Na, wo haben wir ihn denn? Ja, jetzt steht er wieder am Weg. Oh Mann. Motor muss man natürlich auch anmachen, ist klar. Jo, liebe Freunde, Abonnenten, Zuschauer, Hobbylandwirte, vielen Dank, dass ihr dabei wart, hier am Samstagnachmittag. Würde mich freuen,
wenn ihr mir ein Abo da lasst oder einen Kommentar oder ein Like. Und ja, wenn ihr heute Abend nach dem Fußballspiel noch im Livestream reinschaltet, wäre natürlich auch sehr cool. Und wenn ihr mich bei Facebook besucht oder auf meiner Homepage, Friesenjung13, dann ja, würde ich mich natürlich auch tierisch freuen. Und in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.